Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Julia C. schreibt, gibt es auch etwas gegen Fibromyalgie? Die einen denken so, die anderen so. Die Schulmedizin denkt, es gibt keine Heilung. Der US-amerikanische Arzt Paul St. Amant denkt, dass es eine Stoffwechselstörung ist, die man einfach beheben kann, und zwar mit Guafenesin. Kurz, was ist Fibromyalgie? Die Betroffenen sind, wissen es, Schmerzen im Gewebe und Muskeln. Betroffene haben Schwierigkeiten, zum Beispiel ein Buch zu halten, da es in den Muskeln wehtut. Es kommt zu Morgensteifigkeit und Energielosigkeit. Die Krankheit bricht nicht schnell und akut aus, sondern schleichend und verschlimmert sich im Laufe der Jahre. 1960 erkrankte der Professor für Endokrinologie Paul St. Amant selbst an dieser Krankheit. 30 Jahre später fand er heraus, bei Fibromyalgie kann der Körper die vorhandene Phosphatüberschüsse nicht mehr ausscheiden. Das überschüssige Phosphat wird mit Kalzium zusammen im Körper eingelagert. Und diese Ablagerung in den Gelenken, Gewebe, Muskeln führt zu Schmerzen und Beschwerden. Dr. St. Amant nahm dann ein schleimlösendes Hustenmedikament ein, das als Nebeneffekt den Phosphatstoffwechsel regulieren kann, und wurde gesund. Daraufhin erstellte er ein Therapiekonzept, das auf drei Säulen basiert. Erstens, ein Großteil der Betroffenen leidet zusätzlich an Blutzuckerproblemen. Deshalb sollte man sich eine kohlenhydratarme Ernährung aneignen. Auch wenn du gute Blutzuckerwerte hast, ist zu einer kohlenhydratarmen Ernährung zu raten. Das heißt, Zucker, Weißmehl, Stärke und so weiter meiden. Da zu viele Phosphate im Körper sind, sollte man phosphatreiche Lebensmittel auch meiden. Phosphatreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Käsespätzle, Käse, Milchdrinks, Softdrinks, Rinderleber, Paranüsse, Weizenkleie, Schweinekotelett, Rindersteak und Phosphatzusätze mit den E-Nummern E338 bis E341, E450, E540, E543 und E544. Zweitens, man nimmt Guafenesin in der richtigen Dosis ein. Als Einstieg eignet sich ein Langzeitpräparat, das 12 Stunden wirkt, 2x 300 mg am Tag. Oder man nimmt ein Kurzzeitpräparat mit 2x 400 mg am Tag ein. Dieses wirkt 3 bis 4 Stunden lang. St. Amant hatte folgende Erkenntnis bei 6000 Behandlungen mit dem Langzeitpräparat. Bei ca. 20% der Patienten erzeugen bereits 2x 300 mg pro Tag Verbesserung. Bei 80% der Patienten sind 2x 600 mg nötig. Bei ca. 10% der Patienten sind 2x 900 mg nötig. Bei weiteren 10% der Patienten sind täglich sogar 2400 mg nötig oder mehr erforderlich. Ich verlinke euch die Apotheken in der Infobox, wo du Guafenesin herbekommst. Wichtig ist, Geduld bei der Therapie zu haben. Man sagt 2 Monate Therapie pro Krankheitsjahr. Bei dem einen schlägt die Therapie schneller an, bei dem anderen dauert es. Doch mit ein paar Maßnahmen kann die Therapie beschleunigt werden. Erstens, Stress vermeiden oder bei Stress Ruhephasen einlegen oder eine Atemübung machen, die wissenschaftlich erwiesenen Stresspegel senkt. 4 Sekunden einatmen, ganz wichtig, in den Bauch atmen. Also der Bauch sollte sich beim Einatmen nach vorne bewegen. 16 Sekunden Luft anhalten und 8 Sekunden ausatmen. Und dies 25 Mal am Tag hilft, Stress besser zu bewältigen. Dann ausreichend bewegen. 1/2 Stunde bis 1 Stunde Sport am Tag. Ganz wichtig, Vitamin-D-Versorgung und eine basenüberschüssige Ernährung. Und drittens, es gibt bestimmte Stoffe, die das Guafenesin hemmen, die Salicylate. Sie blockieren in den Nieren einen Rezeptor, an den das Guafenesin andocken soll. Salicylate sind besonders in Medikamenten wie ASS, Aspirin enthalten. Salicylate können auch in Hautpflegeprodukten enthalten sein und sich über die Haut im Körper einlagern. Achte darauf, dass die Pflegeprodukte salicylatfrei sind, und schreib mir mal unten in die Kommentare, was ihr bei Fibromyalgie schon alles ausprobiert habt und was euch geholfen hat. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, zeig es mit einem Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video gerne mit anderen, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.